Ja, für alle die, die es machen müssen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen konvex und konkav? Wie berechne ich das? Wie kann ich es mir merken? Es geht um die Krümmung bei Funktionen. Das ist diese Geschichte, wenn ich mal ein Schaubild mache von einer Funktion, die so verläuft. Vielleicht seht ihr das jetzt, was ich jetzt gerade mache, bis hierhin. Wenn ihr jetzt ein Blatt hättet, guckt euch das Blatt jetzt so von oben an und müsst dann praktisch mit dem Kopf in die Pfeilspitze gucken, von oben drauf, müsst ihr euch fragen, viele haben da Probleme mit, was fahre ich jetzt für eine Kurve, wie halte ich jetzt das Lenkrad? Und wenn man jetzt mal guckt, das wäre jetzt die normale Route, geradeaus, und da sieht man hoffentlich jetzt, dass ich von hier aus gesehen jetzt einen Linksschlag habe. Ich fahre also eine Linkskurve. Das wäre, ich schreibe es mal hin noch, Linkskrümmung oder eben konvex. Und ab diesem markanten Punkt, das ist ja dann der Wendepunkt, den sollte man vorher durchgenommen haben, ab hier schlage ich jetzt um und vielleicht sieht man es wieder, wenn man das eben, kann auch den Kopf so halten, jetzt fahre ich halt nach rechts weg. Wenn ich das im Koordinatensystem jetzt so gezeichnet hätte, also die jetzt praktisch so ein bisschen so nach unten versetzt, so, und das wäre jetzt so der erste Teil. Und dann, ne, vielleicht sieht man dann wieder, hier ist gerade ausfahren und hier fahre ich jetzt nach rechts weg. Also das hier wäre jetzt die Rechtskrümmung. Und da hätten wir eben das Verhalten konkav. Wie kann man sich merken? So ein bisschen Abwandlung von der eigentlichen Schreibweise. Bei links, links. Das hört sich so ein bisschen hier wie links, hört sich so ein bisschen wie ein X an. Ich könnte also links schreiben, das wäre konvex. Das geht bei rechts nicht. Rechts hört sich ja nicht an wie ein X. So habe ich es mir gemerkt. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Ich wollte kurz nochmal deutlich machen, wie komme ich eben drauf auf die Bereiche. Hier wäre es ja eben so, von minus unendlich bis zu diesem markanten Punkt, wo auch immer der ist, bei welchem X-Wert, ich nenne jetzt einfach mal die Stelle X0, bis zu diesem Wert Linkskrümmung, ab diesem Wert Rechtskrümmung. Das wäre die Stelle vom Wendepunkt, also die zweite Ableitung gleich 0 setzen, was entsprechend rauskommt. Wenn ich es jetzt noch nachweisen muss, grafisches Ableiten sollte man gemacht haben. Ich habe es ja auch extra nochmal in einzelnen Videos erklärt, in der Playlist Ableiten. Ich mir jetzt überlege, wir haben hier einen Tiefpunkt. Das heißt, die Steigung ist 0. Das soll jetzt hier die Funktion f von x sein. Das soll f' von x sein, grafisches Ableiten. Beim Hochpunkt ist die Steigung 0. Hier fällt der Graph. Das heißt, die Steigung ist negativ. Hier steigt der Graph, also positiv. Hier fällt der Graph wieder, negativ. Ich zeichne den Ableitungsgraph und sehe jetzt, wenn ich noch die zweite Ableitung mache, f2' von x, selbe Spielchen. Hier haben wir bei f' einen Hochpunkt, heißt von dieser Funktion, die Ableitung ist 0, hier steigt der Graph, das heißt positiv, hier fällt der Graph, negativ. Und jetzt sieht man zum Beispiel, dort wo der Ausgangsgraph einen Wendepunkt hat, an der Stelle x0, hat der Ableitungsgraph einen Extrempunkt, entweder Minimum oder Maximum, und die zweite Ableitung eine Nullstelle. Und, jetzt sieht man es deutlich, kann es auch gut nachvollziehen, stellt euch vor, ihr habt hier irgendeinen Wert, der davor liegt, sagen wir mal x0 ist gleich 5, dann hätten wir ja irgendwo davor zum Beispiel den Wert, was weiß ich, 4, 3, was auch immer, wenn ich 3 einsetze in die zweite Ableitung, kommt ein positiver Wert raus, das heißt, f2' von x ist ja größer 0. Das heißt eben Linkskrümmung, damit man es auch gut nachvollziehen kann. Wenn man hier sich eine Stelle dahinter mal nimmt, 6, 7 zum Beispiel, würde die in f2' einsetzen, haben wir einen negativen Wert. Also f2' von x kleiner 0, das heißt entsprechend Rechtskrümmung. Ich hoffe, es ist anschaulich genug und ihr könnt genug damit basteln. Was ist konvex, was ist konkav? In welchem Bereich, was hat der Wendepunkt damit zu tun, wie kann ich durch grafisches Ableiten mir das Ganze verdeutlichen. Und wenn noch Fragen sind, einfach schreiben, damit ihr auch da wieder gut durchkommt.